zu starren. Er starrt uns doch an, sieh mal. Kommen Sie, trinken Sie mit uns. Kommen Sie vorbei, wir machen heute Abend eine kleine Party. Das ist eine kleine Party? Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Was kann ich denn tun? Ich bin nur ein Lehrer. Geben Sie das, Ihrem MI6. Sagen Sie, Sie hätten ein Geschenk von der Nummer 1 der Geldwäscher in der russischen Mafia. Ist das alles, was Sie haben? Ja. Er hat Ihnen erzählt, er gehört zur russischen Mafia. Und Sie haben ihm trotzdem geholfen. Ich dachte, ich übergebe ihn einfach und damit hat es sich. Er sagte, seine Kinder würden sonst getötet. Und Sie haben ihm geglaubt? Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. An seine Familie. Noch nie hatten wir einen Informanten so weit oben in Russlands organisiertem Verbrechen. Britische Politiker, Anwälte und Banker von Russen hier in London rekrutiert. Was will er? Asyl für sich und seine Familie. Das Problem ist, er verhandelt nur mit uns, wenn Sie auch in Paris sind. Ich kann da nicht mitmachen. Ich fürchte, Sie stecken schon mittendrin. Ich bin eine Gefahr für Moskau, für den Kreml. Ich weiß, wo das Geld herkommt. Ich brauche Beweise, dass all diese Leute bezahlt werden. Sie haben aufgehört zu atmen, Professor. Atmen. Sonst kriegen Sie einen Herzinfarkt. Wo halten Sie sich versteckt? Seine Familie da rauszuholen, das ist das einzig Wichtige für ihn. Die werden Sie umbringen. Ich garantiere nicht für Ihre Sicherheit. Die sind auch hinter Ihnen her. Dann beeilen Sie sich. Geld stinkt nicht, solange es genug davon gibt. Es ändert nicht die Farbe, es ist Blutgeld. Warum haben Sie mich ausgesucht? Sie haben Ihr Land verraten. Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort. Und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Dann retten wir mal die Welt.